Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur neuen Wochenlegung und zwar vom 18.07. bis zum 26., nee, 24.07., 24. Herzlich willkommen, mein Name ist Claudia, du bist hier bei Claudias Cosmic Card News und falls du neu auf dem Kanal bist, auch dir natürlich herzlich willkommen und auch ein Riesendanke an all die wundervollen Reaktionen, die von euch so kommen. Ich freue mich über jeden Kommentar, also das nehme ich jetzt mal vorweg. Gerne kommentieren, wie es euch so geht und wie euch die Legung gefallen hat. Bin da immer sehr, sehr offen für. Ja, und was machen wir? Wir machen hier eine Wochenlegung mit diversen Kartendecks. Ich habe hier ganz viel um mich rumliegen. Ich weiß noch nicht genau, was es alles wird. Auf jeden Fall habe ich hier schon mal das Barock-Deck für dich. Und das ist ein wunderschönes Deck. Das habe ich ja gerade erst seit ein paar Tagen. Und falls sich die Decks interessieren, die habe ich alle unten aufgelistet. Und ich habe auch Videos drüber gemacht, falls du dir einzelne Karten oder einzelne Decks näher anschauen möchtest. So viel dann dazu. Habe ich noch was vergessen? Nö, ne? Jetzt kann es losgehen. Okay, also, ihr Lieben, also wir haben hier die Woche jetzt ab Montag, den 18. bis zum Sonntag, den 24.07.22 für das Kollektiv, bitte die Energien. Allgemeine Legung ist, glaube ich, klar. Ja. Bitte die Energien für die nächste Woche. Da haben wir schon mal ja schön, den König der Stäbe. Ich finde es ja schon mal schön, wenn es sehr kraftvoll anfängt, weil der König der Stäbe, der ist natürlich auch einer, der steht für Selbstbestimmtheit. Der König der Stäbe, der sitzt auf seinem Thron. Der ist auch das ist eine leidenschaftliche Energie, weil das, was er tut, tut er aus dem Herzen heraus. Ist eine durchaus starke Persönlichkeit, ein Feuerzeichen unter Umständen. Also möglicherweise hast du diese Qualitäten von Feuerzeichen, Widder, Löwe, Schütze oder du bist halt, du hast es mit einem Menschen zu tun, der so ist, der so diese Eigenschaften hat. Leidenschaft, der macht. Der sagt nicht nur, sondern der macht und der ist aber durchaus auch warmherzig, kümmert sich um seine Leute und ja, also das ist schon mal eine. Auf jeden Fall will der was bewegen. Ne? Der will was bewegen. Der hat Feuer, also, wie sagt man so schön, Hummeln im Hintern. Genau, das ist schon mal die erste Energie, finde ich ganz toll. Schauen wir mal weiter. Was haben wir noch? Ich hoffe, du kannst das gut sehen. Ist ein bisschen klein, ne? Ich hatte nämlich. Ich gehe noch mal ein bisschen runter, weil ich habe nämlich ein bisschen vor, mehr Karten zu ziehen. Kann natürlich sein, dass das wieder nicht so läuft. Aber dann, oh, ein bisschen meine Steinchen hier noch hin tun, dann ist das eben so. Werden wir sehen. Dann baue ich das sonst noch ein bisschen um. Die nächste Energie, bitte. König der Stäbe ist jetzt schon mal die erste. Was haben wir noch nächste Woche? Um was geht es hier noch nächste Woche? Was haben wir hier noch? Welchen Energien haben wir es hier zu tun? 18. bis 24.07. Upsala. Nee, das sind zu viele. Sorry. Das sind zu viele. Das kann gut sein, dass eine davon diejenige war, aber das kann ich nicht unterscheiden. Okay. Ich hätte dann bitte noch einige Energie für die nächste Woche, fürs Kollektiv. 18. bis 24. Die beiden wollen aber. 18. bis 24. Okay. Dann haben wir die sieben Münzen und die Justitia, die Gerechtigkeit. Ich möchte noch mal eine ziehen. Nee, eine möchte noch mal rausfallen. Und dann nehmen wir die. Okay. Alles klar. Also, wir haben hier einmal die Energie von Feuer, ne? Feuer, von Macher, von Unternehmer, von Selbstbewusstsein, innere Stärke, Umsetzungswillen und so weiter. So. Hatte ich ja auch schon, falls, ne, so vergleichbar eben Widder, Löwe, Schütze. Dann haben wir, also einer, der nach vorne geht. Dann haben wir die sieben Münzen. Und die sieben Münzen sagt was von Geduld. Geduld ist aber nicht unbedingt seine Stärke. Also für mich ist das hier ein Hinweis, dass du mit irgendetwas vorangehen möchtest, du möchtest mit etwas vorankommen. Aber habe bitte Geduld, das Gras wächst nicht schneller, wenn du dran ziehst. Dann haben wir hier die Justiz, das heißt, das ist die Karte der Ursache und Wirkung, der Saat und Ernte. Also was ich sehe, das ernte ich.
Und ganz wichtig ist, bei all dem, was du vielleicht nächste Woche vorhast, was da auf dich zukommt, sei großzügig. Die 6 der Münzen ist die Karte von Geben und Nehmen. Und Großzügigkeit ist ganz wichtig. Also wenn du etwas irgendwie in irgendeiner Form erreichst, wenn irgendwas dir gegeben wird, wenn du von irgendetwas profitierst, dann vergiss nicht zu teilen, ist im Grunde genommen hier auch die Aussage. Also, da könnte man natürlich auch darauf schließen, dass es dann darum geht, ein Miteinander. Vielleicht planst du ein Projekt, vielleicht hast du irgendetwas in der Pipeline bei dir oder bist schon direkt dabei, dass du irgendetwas Neues beginnst. Du bist, hast vielleicht eine Idee gehabt, eine Inspiration gehabt, um ein neues Unternehmen zu beginnen, was auch immer es ist. Es kann natürlich, ist es wirklich themenübergreifend. Du weißt selber, welches Thema es dich bei dir betrifft. Das kann natürlich ein Umzug sein, das kann eine neue Partnerschaft sein. Wobei Partnerschaft, ja, weitläufig ist. Hier sind keine Kelchkarten, aber trotzdem auch Partnerschaften, auch wenn sie mit Feuer und Leidenschaft begonnen werden, braucht es Geduld natürlich. Wie gesagt, die Saat und Ernte, da kann schon mal ein bisschen Zeit zwischengehen, aber sei großzügig. Und jetzt kommt mir gerade dieser Satz auch, sei lieb zu dir. Sei großzügig auch mit dir selber. Und wenn wir nämlich ungeduldig sind, was ja das Gegenteil von dieser Karte bedeutet, wie gesagt, dann ist das nicht unbedingt so zuträglich. Also dann kann das sein, wenn die Sachen nicht so schnell klappen, wie wir es gerne möchten, dass wir uns dafür verurteilen. Deswegen komme ich drauf mit dem, sei großzügig zu dir, sei lieb zu dir, geh gut mit dir um, geh gut mit anderen um. Ich finde grundsätzlich, das ist eine sehr schöne Energie hier. Es ist eine Anfangsenergie, Saat und Ernte. Saat ist der Beginn. Der König, der auch durchaus neue Unternehmungen beginnt und Verantwortung übernimmt und sagt so, ich mache das jetzt. Ja, und dann geht der los und macht und tut und ist vielleicht hinten auch der große Verteiler. Das kann natürlich auch sein. Jetzt muss ich mal... Ich lasse gerade noch mal kurz ein bisschen wirken. Okay, dann möchte ich, glaube ich, den hier ein bisschen hochschieben, weil ich glaube, wir brauchen den Platz nämlich gleich. So, jetzt möchte ich ganz gerne wissen, also das ist so die Grundenergie. Ich glaube, ich möchte noch ganz gerne zu, ja, möchte ich. Ich möchte gerne zu dieser Energie mit diesem Deck, mit dem Old Style Lenormand, noch mal was ziehen hier, eine Karte oder zwei, schauen wir mal, was da kommt. Also zu den Energien hätte ich gerne bitte noch eine Energie oder zwei, also eine Karte oder zwei. Nächste Woche, was erwartet uns? Welchen Themenbereich dreht sich das? Welche Botschaft gibt es hier noch? Die will da raus. Ring. Okay, der Ring steht natürlich für Verbindung aller Art, für Verträge, auch für Liebesbeziehung, für Verlobungsringe, Hochzeitsringe, was auch immer. E-Ring heißt das Ding, ne? Ja, genau. Also es sind Verbindungen. Und es kann auch sein, dass es jetzt darum geht, etwas rund zu machen, etwas abzuschließen. Denn die Energie des Rings ist natürlich auch ganz klar, ja, er ist, wie gesagt, warte mal, es ist ja ein Kreis, ne? Und sehr strahlend, sehr schön. Das ist gut möglich, dass du in dieser Woche etwas rund machst. Du hast gesät und du beweist Geduld und dann kommt die Ernte. Ich finde, das passt irgendwie ganz gut auch zu dieser Karte hier. Ich lege die mal so hin. Mit der Großzügigkeit, er hat schon, und es ist auch spannend, dass er die Waage hier hat, ne? Also da geht es auch um Ausgleich, wirklich um ein ausgeglichenes Verhältnis von den Dingen. Muss jetzt nicht zwangsläufig nur materielles sein, kann natürlich, obwohl es jetzt die Materiekarte ist, aber geerdet. Also es kann also wirklich auch mit allem Möglichen zu tun haben. Also egal, was es ist wichtig, dass ein Ausgleich da ist. Es ist immer Yin und Yang ganz wichtig zu beachten. Genau, so. Und der Ring ist ja auch letztendlich ein Symbol dafür, dass etwas rund ist. Und es ist nur dann rund, wenn es im Ausgleich und in der Harmonie ist. Also das gefällt mir schon mal sehr gut. Ich möchte da bitte noch eine zweite Karte zu haben.
eine zweite Energie für nächste Woche. Um was geht es hier? Oh, da haben wir die Routen. Also die Routen stehen natürlich für Konflikte. Für Konflikte, aber auch Streit unter Umständen. Möglicherweise allerdings auch, es geht, kann auch um Klärung strittiger Positionen gehen. Und klar kann das natürlich sein, bevor man etwas wirklich rund machen kann, dass einem dann manchmal so ein paar Hindernisse über den Weg laufen, dass man sich mit Menschen auseinandersetzen muss, sei es, ob das jetzt das direkte Umfeld ist, ob das die Arbeitskollegen sind, Geschäftspartner. Wenn du gerne umziehen möchtest mit deinem Partner, musst du dich auch einigen, wohin und ja, ob es ein Haus sein soll, eine Wohnung sein soll, ein Wohnwagen sein soll, ist ja momentan total im Trend, ne? mit Wohnmobil und so. Und das kann natürlich schon mal strittig sein. Der eine will dies, der andere will das. Oder eben, dass man schaut, dass man in Verträgen auch natürlich strittige Positionen für sich klärt. Zum höchsten Wohle aller selbstverständlich. Okay, das wäre so das. Spannend. Also da wollte ich doch mal gucken, gleich als nächstes, was haben wir denn hier für Dinge, für mögliche Blockaden oder Hindernisse? Was ist das, was nächste Woche für uns ein bisschen schwieriger sein könnte? Auf welche Sachen werden wir hier hingewiesen? Was ist die möglichen Blockaden oder Hindernisse? Was kommt da energetisch auf uns zu? Da haben wir schon die erste. Welche ist das? Die Hohepriesterin. Wir sind aufgerufen, auf unsere innere Stimme zu hören. Also das ist möglich, dass die sagt, wenn das als Hindernis gedacht ist, heißt es, du hörst da nicht drauf, sondern du bist total im Verstand. Schauen wir mal weiter. Also, ich werde mal die ein bisschen wieder rausnehmen, die Kamera, sonst wird es nämlich wirklich schwierig hier. So, okay. Also, wir haben die Hohepriesterin als Blockade oder Hindernis. Also, frag dich, ob du vielleicht jemand bist, der gerade in so Unternehmungen und Sachen, die da irgendwie neu sind, ob du vielleicht ein bisschen zu sehr im Verstand unterwegs bist und zu wenig auf deine Intuition hörst. Welche Blockade oder Hindernisse könnten wir da noch haben? Ich hätte gerne bitte noch eine Karte. Da haben wir die 10 Schwerter. Die Karte ist krass, ne? Okay, das ist natürlich die Karte des radikalen Beendens von etwas. Ich möchte bitte noch eine Karte haben. Ich sage da gleich noch mehr zu. Und eine dritte, da haben wir den König der Münzen. Okay, wir haben hier Thema Blockaden und Hindernisse. Also, wir haben hier die 10, also die Hohepriesterin hatte ich gerade erzählt, die ist halt steht für die Intuition, für die deine wahren inneren Qualitäten, deine wahre Essenz, dein höheres Selbst, kann man auch sagen, und ja, das ist gerade blockiert. Also möglicherweise durch eine Situation, das hatte ich ja gestern auch schon, mit den 10 Schwertern, dass wirklich eine sehr unruhige, ungute, negative Situation da ist. Und vielleicht weißt du nicht, wie du da rauskommen sollst. Das kann durchaus möglich sein. Und du überhörst deine innere Stimme, die sagt, hey, raus da, mach radikal Schluss, geh da raus. Das tut dir nicht gut. Interessant ist natürlich in dem Zusammenhang der König der Münzen. Ich halte ihn dir auch gerne nochmal hier in die Kamera. Der König der Münzen, das ist natürlich die männliche Seite des Erdelements. Der König der Münzen hat etwas erreicht, der hat eine gewisse Position. Erde ist natürlich Stier, Jungfrau oder Steinbock. Und speziell Stier und Steinbock kann natürlich schon mal eine sehr sture Nummer sein.
Also es kann sein, dass jemand seine Position sozusagen da sitzt und Dinge auch nicht sehen will. Er hat eine Position erreicht, wo er sich auch ganz gut fühlt und wo er sagt, nee, da gehe ich jetzt nicht weg, das halte ich fest. Spannend ist auch, dass in dieser Karte, in dieser Darstellung von diesem Deck auch der König diese Münze so festhält. Und wenn ich das mal so insgesamt zu dritt hier interpretiere, dann kann es auch sein, dass du vielleicht für dich sagst, hey, ich habe jetzt hier eine Position erreicht. Ich weiß zwar, dass mir das nicht gut tut, aber ich traue mich nicht, das loszulassen. Oder nein, ich will Recht haben. Der andere darf bitte schön nachgeben. Und das kann auch sowas sein, weil die 10 Schwerter natürlich schon eine ziemlich intensive Energie sind. Und wenn ich hier die Hohe Priesterin noch dazu habe, und das ist mega spannend, dass die nun in der Blockadennummer liegt, ist, dass es eben, das heißt für mich ganz klar, dass du auf deine innere Stimme irgendwie nicht hörst. Also die ist zu leise oder du findest sie nicht oder du kannst nicht unterscheiden zwischen Kopf und Herz, weil der Verstand leider so laut ist, dass der ist ja auch sehr trickreich, ne? Der versucht ja auch sein Ding da durchzusetzen. Der König der Münzen, das ist blockiert. Das ist natürlich, die andere Variante wäre, dass du nicht richtig auf deine Position kommst. Du schaffst es gerade nicht, dir etwas zu erschaffen, wo du dann auch zu Hause bist und wo du sagst, hier bin ich angekommen. Und jetzt habe ich hier die Sachen in meinem Leben und die Dinge, die mir gut tun und wo ich glücklich bin. Und weil an sich ist die Königsenergie eine durchaus sehr schöne Energie, die natürlich auch für Reichtum spricht. Ein König ist reich. Ich meine, er müsste eigentlich reich sein. Also das ist durchaus auch denkbar, dass du auf der einen Seite Dinge zu sehr festhalten willst und sagst, hey, ich habe hier diese Position, ich will da nicht weg. Wie gesagt, Erdelement kann schon mal stur sein. Das kann dann deine Energie sein oder auch der andere. Das ist natürlich auch möglich, dass entweder du oder der andere, das ist auch also der Mensch oder der Verein oder die Institution. Also öffne dich da durchaus für verschiedene Varianten, dass da irgendwie eine gewisse Sturheit ist und da ist das Schlussmachen blockiert. Das radikale Ende ist blockiert auf irgendeine Art. Und das kann eben sein, dass es auch darum geht, dass du nicht loslassen willst oder der andere nicht loslassen willst, ja, möchte, so. Und aber keiner hört hier auf die innere Stimme, keiner hört auf sein Herz. Jetzt möchte ich gerne mal wissen, was ist denn der Tipp? Was ist denn der Tipp? Was gibt uns denn, nee, pass mal auf, ich mache das anders, haha. Dumm. Nee, lass mal überlegen kurz. Mal reinspüren. Nein, ich möchte jetzt den Tipp haben. Ich möchte jetzt den Tipp der geistigen Welt haben. Wie gehen wir jetzt mit dieser Situation um? Was ist der Tipp? Na, die möchte doch. Ja. Ja, irgendjemand noch irgendwelche Worte oder kann ich die so stehen lassen? Ich mache mal weiter erstmal. Warte, ich ziehe die noch mal ein bisschen nach links, da kommt nämlich noch was dazwischen. Ja, okay, ich muss ein bisschen schmunzeln. Was ist der Tipp der geistigen Welt? Was ist der Tipp der geistigen Welt für die nächste Woche, für das Kollektiv im Feld? Was haben wir hier für einen Tipp? Was haben wir für einen Tipp? Ja, guck mal, die Karten haben auch schon keine Worte mehr. Das ist echt lustig. Ah, da ist die nächste. Da sind zwei. Ja, was soll ich denn dazu sagen? Siehst du diesen Unterschied? Alleine schon spürst du das, diese Energie, eine ganz andere Energie von diesen beiden Karten, wenn es um den Tipp geht. Hammer! Muss ich doch mal so sagen. Und dann siehst du es ja auch von den Farben her. Das ist hier eher ein bisschen dunkel, wobei die Intuition liegt natürlich wundervoll, aber die liegt halt auch natürlich im Verborgenen, weil man sie auch nicht ja wirklich sehen kann.
Ja, jetzt muss ich dir natürlich, jetzt siehst du natürlich, wie schön. Ach, das sieht so toll aus. Was haben wir am unteren Kartenrand? Das möchte ich dann da auch mal kurz gucken. Jetzt habe ich, tatsächlich hatte ich vorhin nicht den Impuls, da drunter zu schauen. Spannend, ne? Wir haben jetzt hier die Acht der Kelche. Und die Acht der Kelche ist eine Aufbruchskarte. Aufbruch heißt, ich beende etwas Altes und bewege mich in eine neue Richtung. Und die Zehn der Schwerter ist im Grunde genommen nichts anderes, außer dass die echt ein bisschen in Anführungsstrichen, ich sag mal jetzt brutal ist. Eine sehr intensive, auch sehr durchaus anstrengende Energie. Und ich würde, man kann sie als negative Energie bezeichnen, weil sie niemals aus Liebe, Lust und Tollerei entsteht, sondern immer mit Schwere daherkommt. Und die Acht der Kelche hat aber auch was Schweres. Also wenn ich das jetzt mal, die hier so mal in die Verbindung bringe, ne, dann heißt das nichts anderes als hör auf deine innere Stimme und auch wenn es dir schwer fällt, brich auf und geh. Geh deinen Weg und was ich hier sehr schön finde ist, hier geht er ins Helle, ne? Da ist das helle Licht. Und ja, manchmal müssen wir Situationen oder sind wir aufgefordert, Situationen zu verlassen, wo es uns schwer fällt. Und das kann natürlich sein, dass dann zum Beispiel vielversprechende Unternehmungen scheitern. In dem Fall. Oder sie sind gescheitert und dann musst du dich halt aufmachen, um etwas Neues zu kreieren. Und warte mal. Ja, und dann ist es auch so, dass wir durch diese Enttäuschung, die wir dann haben, oder durch die wir dann oder die wir so empfinden, sehen wir nicht die Chancen und Möglichkeiten, die dahinter stehen. Und die Chancen und Möglichkeiten, die dahinter stehen, wären zum Beispiel die Aussage, okay, das war dann noch nicht das Beste. Das lasse ich dann gehen. Weil wenn das jetzt noch nicht für mich so das Beste gedacht war, dann ist es gut, dass es auch weg ist. Auch wenn es vielversprechend war. Aber da sind wir wieder beim Verstand, weil der ist nämlich sehr begrenzt und weiß nicht, was in Zukunft kommt, weil Zukunft kennt er nicht. Er sieht nur, aha, das und das ist jetzt passiert. Ich habe da ganz hart für gearbeitet, als Beispiel. Ich habe ganz intensiv daran gearbeitet. Ich habe da ganz viel Energie reingelegt. Ich habe ganz viel Herzblut vielleicht auch reingelegt. Und um hier diese Dinge zu erreichen, um mir meine Position auch wirklich zu erarbeiten und dahin zu kommen, dass ich endlich mal Ruhe habe und dass ich mal auf meinen Thron endlich komme. Ist auch spannend, dass wir zwei Könige haben. Und ja, und dann haut das alles nicht hin, dann gibt es Stress und Streit bezüglich irgendwelcher Verbindungen. Wie gesagt, es kann auch sein, kann auch um eine Liebesverbindung gehen, ja? Wo es zunächst einmal aussieht, ich sage jetzt ganz bewusst zunächst, weil wir haben ja die Karten schon gesehen hier, wo es erstmal aussieht, hey, ich muss aus meiner alten Nummer offensichtlich irgendwie raus und weitergehen. Das finde ich ganz spannend. Ich gucke mal, was hier drunter ist. Ach, du Heimatland. Guck dir diese schöne Karte an. Das Ass der Kelche. Also das Ass der Kelche wartet unter dem Aufbruch. Ja, und das ist die Erfüllung. Das ist eine Schutzkarte. Es ist die totale Erfüllung. Es ist das Potenzial, was in dir liegt, to zur totalen Erfüllung. Du trägst es und kein anderer. Hier haben wir den Eremiten. Vielleicht ist es auch noch mal gut, so ein bisschen sich zurückzuziehen und einfach mal die Dinge noch mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten, von einem Sieg auszugehen. Wirklich von einem Sieg auszugehen. Stärke, schau mal, wie schön. Zu überlegen, wie komme ich an diesen Sieg, dass die Energie ist im Feld. Die Siegesenergie ist im Feld und ich sage dir auch gleich warum. Wir haben hier auch eben, wie gesagt, das Ass der Kelche. Der Eremit ist eingebettet vom Sieg und vom Ass der Kelche. Aber notwendig, dafür als erstes ist es wichtig, dass du aufbrichst. Dass du dein altes Muster, deine alte Gewohnheit, deine alte Verhaltensweise wirklich sagst, oh, raus, ich muss raus aus meiner Komfortzone. Und dann wirklich ganz klaren Schlussstrich ziehen. Höre auf deine Intuition. Was möchte sie dir sagen? Wohin zieht es dich wirklich? Sei ganz ehrlich zu dir. Und dann mach den Schlussstrich und geh los, weil das ist das, was auf dich hier wartet. Ja.
Wie komme ich drauf? Wollte ich ja noch was zu sagen. Und zwar, warte mal, ich könnte mal den, aber den kannst du dann nicht so gut sehen hier, ne? Ich gehe noch mal einen Millimeter rüber. So, also hier haben wir die 8 der Kelche. So, nicht vergessen. Weil wir haben hier nämlich den Stern, die Welt und die Temperance, die Mäßigkeit. Dreimal große Arkana. Ja, Tusch und Trommelwirbel. Der Stern. Hoffnung. Nach den Sternen greifen. Träumen. Hol dir die Sterne vom Himmel. Greife nach den Sternen. Wirklich. Du hast hier die Energie von Unternehmer. Kraft, Power, Feuer. Saat ist auch schon, die Saat ist auch schon in der Erde sozusagen. Und dann erträume dir deine große Vision. Mach dir dieses Bild von deinem Ziel und fühl dich da so sehr rein, dass die Erfüllung dieses Ziels nur noch der nächste logische Schritt ist. Das funktioniert. Das funktioniert wirklich. Warte mal, ich muss hier mal eben ein bisschen kurz das anders hingestalten. Weil ich finde, das ist ganz wichtig. Das muss ich irgendwie hier. Oh Gott, jetzt komme ich hier ins Schleudern. Warte mal. So, also die unterliegende Energie. Ich lege das jetzt erst nochmal hier hin. So, damit du weißt, dass es ganz wichtig ist. Also das ist hier in der Blockade, das ist in der Herausforderung, die wir nächste Woche haben. Und das ist der Tipp. Also da ist wirklich, löse dich von diesen alten Dingen. Das ist hier wie so eine Grenze wieder. Greife nach den Sternen. Die Vollendung, die Welt ist die Vollendung. Das haben wir hier auch schon. Der Regen, was ich vorhin sagte, ein Kreislauf wird geschlossen. Sehe dich am Ziel. Das ist das, was ich eben sagte. Ne? Nimm dein Ziel schon mal geistig in Besitz. Sei dieses Ziel. Lebe diese Vision schon für dich so, dass du sagst, ja klar, sei dir gewiss. Und sorge vor allem für innere Harmonie und Balance. Das ist ja die Karte der Heilung. Ne? Heilung, Balance, Harmonie, Ausgleich, ganz wichtig. Also geh einfach in deine Vorstellung, in deine Zielklarheit. Was möchtest du für den? Das kannst du natürlich für alle Bereiche in deinem Leben machen. Dass du dir das Bild, in dem du leben möchtest, dir schon wirklich imaginierst. Das ist das Großartige an uns Menschen. Das hat kein Tier, das hat keine Pflanze. Wir sind die Schöpfer unserer eigenen Realität und wir können es unbewusst machen, was wir oft tun. Aber wenn wir um diese Mechanismen, wenn wir um diese geistigen Gesetze wissen, dann können wir es bewusst tun. Also frag dich, wie möchtest du leben? Und sei es noch so abgefahren, sei es noch so für dich, jetzt, dass deine Ratio sagt, es ist unmöglich, halte das Unmögliche für möglich. Wenn es für dich um Ziele geht, die dich allein betreffen, also sprich, ich möchte umziehen aufs Land, weil ich in der Stadt wohne, das möchte ich nicht mehr und so weiter. Und du sagst, ja, wie soll ich denn das machen? Ich habe erstens kein Geld, ich habe keine Ahnung, wo ich denn hin soll und so weiter und so fort. Das musst du gar nicht wissen. Dafür bist du nämlich überhaupt nicht zuständig. Du bist nur dafür zuständig, dir Zielklarheit zu verschaffen und zu sagen, hey, okay, was soll's denn bitte sein? Such dir aus der Speisekarte des Universums das Gericht aus, was du gerne möchtest. Und dann bleib dabei. Wie dieses Gericht gekocht wird, das weißt du im Restaurant auch nicht. Da bestellst du dir Pizza Margherita mit Fungi und hast du nicht gesehen und extra Käse und hin und her. Aber wie der Pizzateig gemacht wurde und wie die Soße gemacht wurde, das weißt du auch nicht. Also wichtig ist für dich ja, dass du das Ergebnis hast. Und dass das lecker ist. So, also bestell dir die universale Pizza mit all den Zutaten drauf, wie du in deinem Leben leben möchtest. Ganz wichtig einfach das. Immer wieder. Ich weiß, ich wiederhole mich hier, aber es ist genau nämlich das Ding, wie wir uns unser Leben
so manifestieren und so in den schöpferischen Ausdruck bringen, in die Realität bringen, wie wir leben möchten. Und alle die, denen es jetzt nicht so gut gehen sollte, falls du zuschaust und du sagst, boah, ja, das klingt ja alles ganz toll, aber wie soll ich das machen? Das machst du mit deinem Geist. Und zwar nur mit deinem Geist. Und dann bleib dabei und begib dich in diese wunderschöne Energie, wie die erfüllte Erfüllung ist. Anders funktioniert es nicht. Das ist wirklich dann, ich sage ja immer gerne, streiche alle müssen und sollen und du sollst, ich soll, ich muss müssen. Streich das aus deinem Repertoire. Allerdings, wenn es um die geistigen Gesetze geht, dann gibt es kein Vertun. Und du hast die Wahl, hast die Chance, sie zu nutzen, aber du kannst es natürlich auch lassen. Dann wirst du weiter unbewusst deine Dinge trotzdem manifestieren, weil diese geistigen Gesetze funktionieren natürlich auch, ob du sie kennst oder nicht und ob du sie willst oder nicht. Das interessiert die Gesetze nicht. Also grundsätzlich das Gesetz von Ursache und Wirkung, das ist etwas, was uns durchaus sehr bewusst sein darf, dass alles, was wir in unserem Leben auch erfahren, vorher eine Ursache für gesetzt haben. So. Jetzt möchte ich nochmal wieder eine Karte ziehen, weil wir sind ja hier zum Kartenlegen. Ne? So, jetzt mache ich aber die Karte, dieses tatsächlich mal beiseite und leg die mal. Ja, ich bin hier etwas hilflos gerade. Aber gut, ach, dann lege ich die jetzt hier hin, dann ist das eben so. Wurfs. Wenn du jetzt vor einer Entscheidung stehst, also wer jetzt hier vor einer Entscheidung steht, einer wichtigen Lebensentscheidung, in welcher Form auch immer, da habe ich jetzt hier mal dieses Deck Weisheitskarten für Lebensentscheidungen von Colette Baron Reed. Das sieht so aus und ist auch so ein kleiner Goldbarren. Ich mag ja diese goldgeränderten Karten gerne. Ja, und jetzt möchte ich da gerne noch mal einen Tipp haben. Also wir haben hier, ich möchte noch mal zusammenfassen. Greife nach den Sternen, mach dir deine Visionen. Und vor allen Dingen verliere die Hoffnung nicht. Ne? Also wirklich, sei dir gewiss, dass das, was du möchtest, bereits existiert. Also greif danach, mach das Ding rund für dich und schön in der Harmonie und im Ausgleich, in der Balance bleiben. Also dafür ist es eben auch wichtig, aber auch neue Wege zu gehen. Und wisse, dass das Potenzial zur totalen, vollsten Erfüllung in dir liegt. Es ist deine Entscheidung, ob du das lebst oder nicht. Vielleicht musst du dir natürlich dafür auch erstmal nochmal wieder ein bisschen im Klaren sein, was du denn möchtest. Dafür ist der Eremit ja da. Dass man auch sich mal zurückzieht und sich Klarheit verschafft über das, was man wirklich möchte. So, jetzt bin ich ja gespannt. Lebensentscheidung. Was ist hier der Hinweis? Was ist der Hinweis für dich für die Lebensentscheidung? Wohin geht die Reise? Ha. Yin. Interessant. Die Reise geht nach innen, ihr Lieben. Das überrascht mich jetzt seltsamerweise mal vorsichtshalber gar nicht. Yin. Ich habe hier dieses wunderschöne Booklet und ich werde da jetzt mal reinschauen. Die Reise geht nach innen. Da sind wir wieder bei der Hohepriesterin übrigens. Ups, ich bin zu weit. Moment. Dumpti-dumpti-dum. Ja, es ist wirklich spannend. Es ist wirklich der totale Hinweis auf die innere Welt, auf die Manifestationskraft bei dir in deinem Inneren. Jetzt habe ich fast gesagt, also lass die Sau raus, aber das ist ja, ich meine ja eigentlich mehr die Hohepriesterin, also die deine weibliche Intuition und so weiter. Also okay, ich höre auf zu faseln. Grundbedeutung, das weibliche Prinzip der Empfänglichkeit, anderen die Initiative überlassen, Informationen sammeln und auf Signale achten, die Kunst bewussten geschehen lassens. Die Botschaft des Orakels. Dies ist eine Zeit für gezielte Empfangsbereitschaft. Während du gelassen den Gang des Geschehens abwartest, da sind wir nämlich hier bei den 7 Münzen, bereit anzunehmen, was sich dir zeigt. Ursache und Wirkung.
Die Symbolik des Yin bedeutet nicht, deine Träume auf Eis zu legen oder dich zurückzuziehen, sondern die Dinge bewusst auf dich zukommen zu lassen und offen für die Fülle zu sein, die dir zufließen will. Wenn du natürlich da die Tür zu hast, weil du von innen dagegen stehst, dann kann da nichts reinkommen. Und das ist das Symbol eigentlich für den Verstand. Man steht immer man hält wirklich die Tür zu, wenn man versucht, aus dem Verstand heraus die Dinge zu regeln. Das kann ein kurzfristiger Erfolg sein, aber das macht niemals glücklich auf Dauer. Dazu gehört nicht nur eine sensible und wache Wahrnehmung fremden Tuns und Lassens, sondern auch das Nachdenken darüber, wie es sich auf dich und dein eigenes Tun und Lassen auswirkt. Also Nachdenken hier im Sinne von Wahrnehmen. Vergiss nicht, dass du Wundern, um sie geschehen zu lassen, den nötigen Raum schaffen musst. Lass dich formen, anstatt zu formen. Und du wirst sehen, wie rasch deine Träume sich verwirklichen. Da sind wir bei der Thematik auch eben loslassen. Ne? Radikalen Schlussstrich ziehen und eben loslassen, gehen, losmarschieren. Beziehungsbotschaft. Überlasse jetzt anderen die Führung. Deine Kraft liegt in den kleinen Gesten, in der behutsamen Aufmerksamkeit, im bewussten Zulassen. Wenn du die Zügel locker lässt, wirst du sehen, dass du mühelos dem näher kommst, was du dir in Wahrheit wünschst. Lass andere dir sagen, wer sie sind und was sie für dich sein können, indem du ihre Handlungen für sie sprechen lässt. Du wirst angenehm überrascht sein. Erfolgsbotschaft. Die wirksamste Maßnahme besteht jetzt darin, dir von anderen den Weg weisen zu lassen. Achte auf ihre Vorgehensweise und folge ihrem Beispiel. Deinen Drang, voranzustürmen, musst du einstweilen im Zaum halten. Zeige dich kooperativ und bringe dich mit deinen Ideen ein, ohne bestimmen zu wollen, was zu geschehen hat. Lass andere auf dich zukommen. Sie brauchen jetzt das Gefühl, Einfluss nehmen zu können. In einer weiteren Bedeutung ermahnt dich die Karte, dich von der Erwartung zu lösen, dass dir die Dinge in der von dir gewünschten Form begegnen. Frage dich, wie will ich mich im Angesicht meines Erfolgs fühlen? Kleiner Tusch. Lass das Universum dir jetzt die Form zeigen. Yin ist das Zeichen der Innerlichkeit des Wesens. Die Dinge geschehen vielleicht reibungsloser, als du glaubst. Schutzbotschaft. Fällt es dir schwer zu empfangen? Du unterbrichst den Strom der Fülle, wenn du ständig darauf beharrst, die Geberin oder der Geber zu sein. Also, liebe Leute, geben und nehmen, ne? Harmonie, Ausgleich. Du kannst nicht immer führen, immer geben, immer lehren. Im selben Maße musst du auch Schülerin und Schüler sein. Ein offenes Gefäß, Empfangene oder Empfangener der Gaben, Gesten und Angebote anderer. Öffne dich und lass dich von der Liebe, dem Leben, der Fülle und vom göttlichen Prinzip erfüllen, ohne Forderungen zu stellen oder Erwartungen zu hegen. Empfange die Fülle, die dir bestimmt ist. Und das finde ich so schön, wie man hier sieht. Sie guckt nach oben und sie hält die Hände, sie ist offen. Das offen zu empfangen. Also ich finde das wirklich, wirklich schön. Es geht, ja, wir haben hier, ne? Also der ist sehr unternehmungslustig und sehr stürmisch unter Umständen. Aber hier Geduld ist gefragt, Saat und Ernte. Ausgleich, Harmonie, nicht immer nur geben, sondern auch empfangen. Das Nehmen ist ja eigentlich das falsche Wort, sondern es geht um das Empfangen. Und wenn wir über das Empfangen reden, dann reden wir über Yin. Lass dich ein auf deine Inspiration, auf das, was in dir sich manifestieren möchte. Also lass deine Träume zu. Du musst ja niemanden von irgendetwas erzählen, wenn du, du musst dir nur selber glauben, dass Dinge möglich sind. Also vielleicht geht es auch darum, dass du ein bisschen mehr für möglich hältst, dass du das Wort unmöglich für dich in deinem Zusammenhang einfach mal streichst. Das finde ich immer eine schöne Idee. Was haben wir noch? Ich möchte gerne noch einen Heilsteine. Genau, weil Steine können uns natürlich auch ganz wunderbar unterstützen. So, und jetzt werde ich nochmal hier ein bisschen mit der Kamera rumrucken. Ich hoffe, es geht dir nicht zu sehr auf den Keks, wenn ich das dauernd mache. Ich werde diese Karten nämlich jetzt hier mal da drauflegen.
Genau, wir haben hier das Hallstein-Orakel von der Kaja Lemke. Und ja, vielleicht fühlst du dich ja angesprochen, diesen Hallstein, der da gleich kommt, dir zu besorgen. Oder vielleicht hast du ihn ja sogar zu Hause. Vielleicht nimmst du einfach nur die Energie auf. Falls du damit in Resonanz gehst, schauen wir mal, welcher Hallstein möchte uns hier unterstützen in der nächsten Woche. Welcher Hallstein möchte uns hier unterstützen? Um was geht es hier? Ich werde mal ganz konkret ich mache zwei. Ich werde hier eine Karte hinlegen und ich werde dort eine Karte hinlegen. Genau. Also eine mal für die Seite der Blockade. Und dann schaust du mal, mit was du da vielleicht in Resonanz gehst. Upsala. Moment, jetzt ist eine runtergefallen. Uiuiui, jetzt habe ich gerade meine Aufgabe. Moment. So. Ja, Technik, die begeistert. So, okay. Die runtergefallene Karte, das ist der Rhodonit. Da geht es um Verarbeitung und Trost. Wut, Neid und Ängste übermannen dich manchmal. Rhodonit bringt dich ins Gleichgewicht. Er spendet Trost und lässt dich traumatisierende Ergebnisse verarbeiten. Das, ihr Lieben, finde ich mega spannend, weil das kann durchaus sein, dass hier traumatische Erlebnisse nämlich vorhanden sind. Und also umso wichtiger, dass du dich aus diesen alten Fesseln, aus diesen alten Dingen löst und wirklich hier alle Kraft, alle Mut zusammennimmst sozusagen und losmarschierst. Weil irgendwie sagt mir das, dass gerade weil diese Karten hier unter, ne, da ist, guck mal, König, ach, der Ritter der Kelche, auch wunderschön. Also es sind auch schon wieder so tolle Karten da drunter. Da geht es nochmal, darunter ist auch nochmal die Königin der Münzen. Also, ja, Kraft, Stärke, Sieg. Ich glaube, du weißt eigentlich schon, was du willst und du weißt auch, wo du im Prinzip momentan vielleicht sogar theoretisch gerne hin möchtest und dir das noch nicht so richtig zutraust. Du traust dich irgendwie nicht, diesen Schlussstrich zu ziehen. Obwohl du genau weißt, in der Situation, in der du gerade bist, das tut dir nicht gut. Das ist interessant. Also, Rhodonit. Wut, Neid und Ängste übermannen dich manchmal. Rhodonit bringt dich ins Gleichgewicht. Er spendet Trost und lässt traumatisierende Erlebnisse verarbeiten. So, jetzt kommen wir nochmal von der anderen Seite. Das finde ich jetzt auch wieder ganz, finde ich ja mega spannend. Also, gucken wir mal, was hier so in der nächsten Woche. Tipp, eine Unterstützung bitte noch für diese. Da haben wir den Chalcedon, lebendiger Ausdruck. Chalcedon, glaube ich, ne? Stärkt deinen Selbstausdruck und deine Kommunikation. Du nimmst Gesagtes nicht mehr persönlich und wirst gelassener. Der Stein gibt dir eine sanfte Ausstrahlung. So, und gelassener werden bedeutet lassen, da ist das Wort lassen drin. Und das bedeutet auch, du kommst dann als Tipp, ne, in die Harmonie und in die Balance. Und fühl einfach mal jetzt schon die Energie von Harmonie und Balance. Frieden, innerer Frieden. Dein Selbstausdruck ist natürlich auch der, der dich dabei unterstützt, loszugehen. Und Kommunikation, wichtig. Kommunikation, ja, wir haben ja momentan, hatten wir ja gerade den Vollmond im Steinbock und im Gegensatz dazu, dass Sternzeichen Krebs, Steinbock Krebs, hatte ich ja auch in einem Video gesagt, das kann schon mal zu starken Spannungen führen. Und und der Krebs, das ist nämlich ganz witzig, oder auch nicht witzig, aber du weißt, wie ich es meine. Also, dass Krebse neigen dazu, Dinge sehr persönlich zu nehmen. Und wenn jetzt hier da die Unterstützung ist, es nicht mehr persönlich zu nehmen durch den Chalcedon, ist das vielleicht wirklich ein guter Hinweis. Finde ich sehr schön. Du wirst gelassener. Herrlich, oder? Gelassenheit, ist das nicht ein schönes Wort? Wunderbar. So, diese Karte lege ich dann mal hier hin. Ach, ist das schön. Ja,
Ich merke auch von der Energie her, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist wirklich, hier ist es noch relativ neutral da oben. Das ist wirklich so, aha, okay, Bestandsaufnahme, das ist das, was nächste Woche so energetisch irgendwie da unterwegs ist. Das ist gar nicht so wahnsinnig aufregend, aber dann kommen diese Prozesse, dann kommen diese inneren ja, Kämpfe, innere, auch dieses, ach nö, traue mich nicht, weiß ich nicht, kann ich nicht, alle anderen können alles besser als ich bin sowieso der letzte Honk. Also wenn du solche Gedanken hast, die bitte loslassen und schauen wirklich. Vielleicht ist der Stein ja was für dich. Vielleicht hast du dadurch ja eine Inspiration, den zu nehmen. So, was haben wir hier noch? Ich möchte gerne noch eine von diesen schönen Karten ziehen, und zwar von diesem Krafttier-Orakel. Das ist dieses hier von dem Stephen D. Farmer. Welches Krafttier hat noch eine Botschaft für uns für diese Woche? Weißt du was? Die lege ich dann da oben hin. Und schwupp, habe ich wieder Platz. Also, welche Botschaft haben die Krafttiere hier? Upsala, das Känguru. Sei dankbar für alles, womit du gesegnet bist. Und das ist ganz, ganz wunderschön. Dankbarkeit hat eine sehr hohe Schwingung. Und jeder ist nur dann dankbar für das, was er hat und nicht für das, was er noch nicht hat. Also wenn dir bewusst ist, dass du bereits hast, was du dir ersehnst, das ist das Ding mit, ich nehme dieses Ziel schon mal geistig in Besitz, ich identifiziere mich mit meinem Ziel, und dann gesellt sich Dankbarkeit dazu, dann ist dem Greifen nach den Sternen und der Welt das Rundmachen deiner Position, deines Wunsches, da ist dem nichts mehr. Ja, das kann dann keiner mehr bremsen. Das kann wirklich keiner mehr bremsen, weil das sind dann Energien, die zusammenwirken, die dir genau das in die Sichtbarkeit bringen, was du bisher nur im Geiste gesehen hast. Aber nur im Geiste ist, streiche das nur. Es ist die einzige Variante, ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich mache es immer noch gerne, für die das nicht mehr hören können, Ohren zu klappen. Also du kannst es nur im Geist manifestieren und alles im Außen ist der schöpferische Ausdruck dann. Also sei dankbar für deine Visionen, die Erfüllung deiner Visionen, dass sie bereits erfüllt sind. Dankbarkeit, tada, und du bist so gesegnet. Du hast ein Dach über dem Kopf, du hast zu essen, ich gehe mal davon aus, du hast auch, du hast Kleidung, du hast Freunde, du hast liebe Menschen um dich herum, was auch immer. Wir haben so viel, wir haben wirklich so viel, aber wir neigen eben auch dazu, wenn von 10 Dingen 9 super laufen und eins läuft leider gar nicht so super, dann meckern wir auf dem einen herum, anstatt zu sehen, was wir an den 9 anderen haben. Und es ist auch immer ganz wichtig, wenn dann ein Ding nicht gut läuft, dann frag dich, ja, was hat denn das jetzt mit mir zu tun? Was darf ich da lernen? Was ist die Aufgabe in diesem Thema jetzt hier? Und das hilft dann, da hilft dann zum Beispiel eben so ein wunderschöner Stein, wirklich in die Balance, in die Harmonie zu kommen, um deine Träume zu verwirklichen. Und das ist doch auch wirklich ganz wunderschön. So, ihr Lieben. Jetzt haben wir hier mal einiges. Habe ich hier noch irgendetwas, was hier in die Sichtbarkeit möchte? Ich muss mich mal kurz ein bisschen abfragen. Ja, ein Deck habe ich noch hier für dich, und zwar, ich weiß gar nicht, heute habe ich echt so das mit dem... Ja, wo ist denn hier die Schachtel? Liebe Claudia, ach, die habe ich da hinten. Okay, aber macht nichts. Zeige ich die Schachtel halt nicht, aber ich habe die Decks ja alle unten. Also, die liegende 8. Wunderschönes Deck, traumhaftes Blau. Da möchte ich gerne noch hier in Bezug auch nochmal auf das Yin und auf die Heilung hier, Temperance und so weiter. Also, weil das eine ist ja, dass wir erkennen, okay, da haben wir Defizite, da sind Blockaden, da sind Hindernisse. Aber das ist das eine, erkennen, okay. Aber dann ist ja wichtig, dass wir auch uns auf die Lösung fokussieren. Dass wir sagen, alles klar, das habe ich soweit erkannt, aber jetzt, wo geht es denn jetzt hin? Ne? Also
Problem erkennen und in Lösungen denken, Schrägstrich fühlen. So. Jetzt habe ich hier hoffentlich noch gleich eine Botschaft für dich. Nächste Woche, das Kollektiv. Welche Botschaft kommt hier noch aus der geistigen Welt? Danke für diese Botschaft. Dankbarkeit, ne? Da war sie doch schon. Tada! Guck dir diese Powerfarbe an. Krass. Lebenskraft. Wie die Lemniskarte unaufhörlich schwingt, so strömt unbändige Lebenskraft in jede einzelne meiner Zellen. Schreib dir das gerne auf und häng dir das an den Spiegel oder lerne es auswendig. Und jetzt, da ist eine so schöne Schwingung in diesem Satz, der erhöht dein gesamtes System. Ich wiederhole das nochmal. Lebenskraft. Das Wort schon, Lebenskraft. Wie die Lemniskarte unaufhörlich schwingt, so strömt unbändige Lebenskraft in jede einzelne meiner Zellen. Wow. So, und da habe ich natürlich jetzt gleich wieder die Verbindung zu dieser Karte. Schau mal, die war ja auch noch da. Die Stärke, die Kraft. Und schau mal, was für eine wunderschöne, was für ein wunderschönes Gemälde das ja im Grunde ist. Ja. Lebenskraft. Schreib dir das am besten, oder am besten ja wir alle, ne? Wir schreiben uns das alle auf die Fahne für die nächste Woche. Wenn Hindernisse kommen, wenn wir merken, dass wir uns ausgebremst fühlen, wenn Dinge kommen, wo wir Sachen klären müssen, vielleicht ist wirklich Streit irgendwie irgendwo noch da, vielleicht erscheint das alles schwierig, wirklich sehr, sehr schwierig, aber dann nimm das hier. Lebenskraft. Sie ist ja da. Sie ist ja da. Nur weil unser Verstand uns einredet, ist gerade alles ganz schön doof, heißt es ja nicht, dass die Lebenskraft nicht da ist. Er sieht es nur halt nicht. Also besinn dich auf deine wahre Essenz. Dann kommst du ganz schnell aus einem möglichen Tief, in dem du jetzt eventuell gerade steckst, auch heraus. Es kann sein, bei dem einen oder anderen ist es ein intensives Tief. Es kann sein, weil du gerade wirklich vor komischen Situationen stehst oder mittendrin steckst. Und es kann natürlich sein, dass bei anderen das eher gemäßigt ist, weil die vom Grund her echt auch schon in einer anderen Schwingung sind und deswegen da vielleicht so kleine Hinweise jetzt noch haben, was zu tun ist. Ja, das ist das. Die lege ich jetzt hier auch nochmal hin. Also die Reise geht nach innen, ihr Lieben. Wie immer. Ne? Wie immer. Es geht immer von innen nach außen. So, jetzt habe ich aber fertig. Okay, wow, was für ein Bild. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ganz, ganz lieben Dank. Ja, und ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Schauen wir mal, was sie uns bringt. So ein Kartenblatt hatte ich, glaube ich, hier noch nie liegen, so auf die Art. Aber macht nichts, ich hatte da heute richtig Lust zu. Okay, also, ne, wir sind alle auf einem super Weg. Das ist ja hier der Tipp. Wir haben einen tollen Weg vor uns und wir sind eigentlich ja schon mitten drauf. Und wenn wir die Energien für uns natürlich auch richtig kanalisieren, in die Positivität bringen, in die Kraft, in die Freude, dann wird das auch so kommen. Aber du musst natürlich dran glauben, das ist ganz logisch. Also nimm es einfach für dich in Besitz und dann bleibt das da. Und wenn es dir gerade mal nicht so gut geht, dann gehst du wieder in deine Vision rein und dann funktioniert das. Okay, also, habt eine schöne Zeit, eine schöne Woche. Danke für dein Sein, danke fürs Zuschauen und bis hoffentlich ganz bald. Namaste.